Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstag hier bei Ihrem BLK-TV. Die Ausbildung junger Menschen ist für unsere Handwerker und die Industrie überlebenswichtig. Deshalb hatte die Arbeitsagentur in Weißenfels am Freitag zur diesjährigen BITZ-Nacht 2023 eingeladen. Die BITZ-Nacht ist eine Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse, die jungen Menschen die Möglichkeit bietet, sich über verschiedene Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Die BITZ-Nacht ist speziell auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern zugeschnitten, die vor der Entscheidung stehen, welche berufliche Laufbahn sie einschlagen möchten. Sie bietet immer eine Vielzahl von Informationen und Aktivitäten, um den Besucherinnen und Besuchern einen umfassenden Einblick in verschiedene Berufsfelder zu ermöglichen. Ja, Herr Hicksch, wie war denn heute die Resonanz beim vierten BITZ-Tag? Also wir sind hochzufrieden mit der Resonanz, denn wenn wir daran denken, dass 16.30 Uhr hier noch strömender Regen war und pünktlich 17 Uhr, wo wir angefangen haben, war der Regen vorbei. Und wir hatten heute über 250 Gäste. Das war natürlich nicht so viel wie im letzten Jahr, aber das war uns klar bei der Wetterlage. Wir hatten viel Schlimmeres erwartet und dadurch waren auch unsere Arbeitgeber sehr zufrieden. Sehr interessiertes Publikum, also wer bei so einem Wetter auf so eine Messe geht, der bringt Interesse mit und das haben die Arbeitgeber heute deutlich auch gespürt. Wir haben über 40 neue Jugendliche gewinnen können, die jetzt bei uns in der Berufsberatung sich zukünftig beraten lassen. Das ist also für uns auch ein ganz wichtiger Moment. Es waren also nicht nur Jugendliche da, die jetzt gerade noch eine Ausbildung suchen, sondern wir hatten auch 7. und 8. Klassen mit ihren Eltern heute hier. Also was ja auch Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ist, ein bisschen Berufsorientierung zu geben. Und das ist bei 324 Ausbildungsberufe, die sie haben, ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch im Fokus bringen. Und Sie sehen ja auch hier, die Firmen waren da mit ihren LKWs und mit ihren, Berufe zum Anfassen war das Motto, ne? Und das hat uns also gefallen. Und was wir dieses Jahr auch neu gemacht haben, im Glücksrad haben wir mit den Firmen zusammen Praktikumsplätze angeboten. Und jetzt haben wir 20 Praktikanten heute glücklich machen können. Und das ist ja auch ein Riesenthema in den Schulen. Wann finde ich einen Praktikumsplatz? Und heute haben sie den Arbeitgeber gleich kennengelernt. Ist also auch ein wesentlich einfacher Einstieg in so ein Praktikum, in das Thema, wie finde ich den Beruf, der zu mir passt und den ich mal später machen möchte. Also von daher ziehen wir ein sehr positives Fazit. Auch die Agenturchefin war bis vor kurzem jetzt noch hier gewesen, hat das auch alles sehr aktiv mitgenommen, fanden auch unsere Arbeitgeber sehr gut, mal so ein Feedback auch zu geben. Ne? Was haben sie für Probleme, Herausforderungen und ja, wie gehe ich mit der Generation Z um, ne? Indem ich mich hierher bewege und mit denen ins Gespräch komme. Auch wir haben unsere Azubis da gehabt und wir haben unsere Azubi-Stellen vorgestellt, weil wir natürlich auch ausbilden und händeringend nach jungen Menschen suchen, die bei der Bundesagentur für Arbeit einen Ausbildungsberuf erlernen möchten. Ne? Über welche Berufe reden wir denn eigentlich? Also wir hatten eine breite Palette heute von Berufen. Es war nicht nur eine Branche, weil der Fachkräftebedarf ist nicht mehr nur in einer oder zwei Branchen, er ist flächendeckend da. Ne? Und von daher war eine gute Mischung heute da. Auch öffentlicher Dienst war da, Bundeswehr, Polizei, aber genauso war auch die Autobahnmeisterei da gewesen, ne? Die Autobahn GmbH, die ja mit dem entsprechenden Equipment ausgestattet war. Das hat Jugendliche natürlich angezogen. Ne? Man muss sich heute eben Gedanken machen, wie interessiere ich junge Menschen für uns. Also von daher, von A bis Z war eigentlich eine Vielzahl an Berufen da. Was aber nicht dazu führen soll, dass man nicht gerne auch mal bei der Agentur für Arbeit auf die Internetseite guckt, sich Berufe-TV anguckt, wie werden Berufe stattfinden. Also auch dieses Internet ruhig mal nutzen, diese digitalen Angebote, die wir haben, kann ich nur empfehlen. Gibt es denn eigentlich eine Prognose, wer sich jetzt für welchen Beruf, welcher am interessantesten ist momentan? Also der Kfz-Mechatroniker ist immer noch ganz vorn. Ne? Jetzt kann ich Ihnen nicht ganz genau die Zahlen sagen, die könnte ich Ihnen zuarbeiten, in dem Moment, wo die Top 10 immer sind. Aber bei den Jungs sind gerade Kfz-Mechatroniker immer noch ein sehr spannender Beruf, weil sie auch eine Mischung haben, weil die auch da viele digitalen Momente reinkommen, wie es so eine Software programmiert. Aber ich sag mal, die Berufswelt und die Arbeitgeber müssen sich natürlich Gedanken machen. Ne? Wie kann ich meinen Beruf attraktiv gestalten? Wie kann ich Schichten vielleicht so legen, dass sie in das Berufsbild passen? Und vor allen Dingen, den Arbeitgebern kann ich nur sagen, sprecht mit den jungen Menschen, ne? Und fragt, was sie wollen und hört ihnen zu. Und wenn wir auf Augenhöhe mit ihnen unterwegs sind, ich glaube, das hilft uns allen. Da muss man vielleicht in der einen oder anderen Firma umdenken. Aber auch die jungen Menschen müssen natürlich wissen, die Chancen sind da, der Blumenstrauß ist groß. Und wir versuchen sie so ein bisschen als Lotse da zu begleiten in der Richtung. Ne? Die BITZ-Nacht bot auch dieses Mal wieder eine breite Palette von Ausbildungsberufen an, darunter Handwerk, Technik,
Gesundheitswesen, Handel, Gastronomie und viele andere. 24 teilnehmende Unternehmen und Institutionen aus dem Burgenlandkreis waren vor Ort, um ihre Ausbildungsprogramme vorzustellen und Fragen der Besucherinnen und Besucher zu beantworten. Wie zum Beispiel Annika Brückner vom Oberlandesgericht Naumburg. Also wir waren erstaunt, dass trotz des schlechten Wetters so viele Interessierte kamen, dass so viele Eltern mit waren. Das finden wir gut, weil dann immer noch so ein bisschen mehr Engagement gezeigt wird. Gefahr ist dann natürlich immer, dass die Eltern mehr reden als die Kinder, die betroffen sind, aber das kriegen wir schon gut hin. Es war viel los. Wie viel Interesse ist denn überhaupt da, diesen Beruf zu wählen? Ich glaube, wir können schon viel Interesse wecken. Es ist noch nicht so, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass man am Gericht auch arbeiten kann, obwohl jeder weiß, dass am Gericht gearbeitet wird, dass wir so viele Ausbildungsstellen haben. Wir haben ja 3 verschiedene Laufbahnen, die wir anbieten. Wir stellen in diesem Jahr 20 Justizwachtmeister ein, 45 im mittleren Dienst und wir stellen bis zu 25 Rechtspfleger sogar ein. Also wir sind schon für das Land Sachsen-Anhalt kein kleiner Arbeitgeber. Welche Aufgaben und welche Voraussetzungen braucht so ein Bewerber? Dadurch, dass wir 3 verschiedene Laufbahnen anbieten, haben wir tatsächlich für jeden Schulabschluss was dabei. Also wir haben für diejenigen, die den Hauptschulabschluss absolviert haben, den Justizwachtmeister. Das ist eine einjährige Ausbildung als Beamtenlaufbahn. Der sorgt für Schutz und Sicherheit am Gericht. Dann haben wir den mittleren Dienst. Das ist die typische Verwaltungstätigkeit bei uns am Gericht. Die organisieren die Geschäftsstelle und die Akten. Da braucht man den Realschulabschluss. Das ist eine 2-jährige Ausbildung. Und wir bilden den Rechtspfleger im dualen Studium aus. Hier muss man natürlich eine Hochschulzugangsberechtigung mitbringen. Haben Sie einen Überblick, wie viele momentan fehlen in diesem Beamtenstatus? Das kann ich so genau nicht sagen. Ne? Dadurch, dass wir auch so viele Gerichtsstandorte haben, ich merke, dass wir mehr Bewerber haben könnten, tatsächlich. Es ist ein Überangebot an Ausbildung da, das ist so, da machen wir uns nichts vor. Ich sage immer so schön, nicht der Bewerber bewirbt sich bei uns, sondern eigentlich sind wir heute hier, um uns beim Bewerber zu bewerben. Das ist ganz wichtig geworden. Wir brauchen Bewerber, so einfach können wir das schon sagen. Dann starten wir doch gleich mal einen Aufruf, wo können sich denn potenzielle Bewerber bewerben? Grundsätzlich kann sich bei uns im Oberlandesgericht in Naumburg informiert und beworben werden. Es kann sich aber auch im Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz für den Justizvollzug beworben werden. Wer lieber in einer Justizvollzugsanstalt arbeiten möchte. Ich habe ja schon erwähnt, wir stellen viele ein. Wir stellen immer im Herbst ein. Bewerbt euch ein Jahr vorher, damit macht ihr nichts falsch. Und wir bieten sogar Praktikaplätze an den Gerichten an, wenn ihr euch vorher noch mal informieren wollt. Die BITS-Nacht ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für junge Menschen, sich umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Wer täglich auf den Straßen in unserem Sendegebiet unterwegs ist, der kommt an vielen Baustellen kaum vorbei. Wo Sie in den nächsten Tagen mit Umleitungen und Sperrungen rechnen müssen, das haben wir in unseren Kurzmeldungen für Sie zusammengefasst. Aktuelle Verkehrsmeldungen. Seit 3. Juli bis zum 7. Juli wird auf der Richtungsfahrbahn der A9 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Dreußig und Naumburg die Stand- und Lastspur aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über die erste und zweite Überholspur an der Maßnahme vorbeigeführt. Seit dem 3. Juli bis zum 6. Juli wird auf der Richtungsfahrbahn der A38 in Richtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Bad Lauchstädt der rechte Fahrstreifen aufgrund von Arbeiten am Seitenstreifen gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Maßnahme vorbeigeführt. Millioneninvestition für den THW. Für insgesamt 100 Millionen Euro werden auf 30 Liegenschaften des Technischen Hilfswerkes neue Gebäude errichtet. Zu den 30 Objekten gehört auch der Neubau eines Objektes für den Ortsverband Weißenfels. Nur 2 Objekte in Sachsen-Anhalt sind auf der Neubauliste für das gesamte Bundesgebiet.
Der Weißenfelser SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben freut sich, dass es gelungen ist, dass Weißenfels auf die Liste der Neubauprojekte gekommen ist. Er hatte im September letzten Jahres den zuständigen Staatssekretär Joachim Saathoff aus dem Bundesinnenministerium an den bisherigen Standort nach Zorbau eingeladen. Er hatte damals seine Unterstützung zugesagt, weil es dringend notwendig ist, für die Helfer und die unterzustellende Technik bessere räumliche Bedingungen im Stadtgebiet von Weißenfels zu schaffen. Rezepte über die Versichertenkarte. Die AOK Sachsen-Anhalt hat für ihre Versicherten jetzt die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass sie elektronische Rezepte über die Versichertenkarte einlösen können. Damit gibt es künftig eine einfache Alternative zum Papierrezept und zur bisherigen Einlösemöglichkeit eines E-Rezeptes. Der behandelnde Arzt muss dann lediglich ein E-Rezept erstellen, welches in der Apotheke durch Stecken der Gesundheitskarte abgerufen wird. Allerdings funktioniert die neue Variante nur, wenn Arztpraxen und Apotheken die nötigen technischen Voraussetzungen geschaffen haben. In Sachsen-Anhalt läuft der Prozess gerade an, sodass neuer Angebot zum Start noch nicht flächendeckend von allen Ärzten und Apotheken unterstützt wird. Das neue Verfahren erfüllt alle vorgegebenen Datenschutzanforderungen. So wird das E-Rezept beispielsweise nicht direkt auf der Karte gespeichert. Stattdessen fordert die Apotheke nach dem Stecken der Karte die Nachweise, die für das Einlösen benötigt werden, bei der Krankenkasse an und kann das E-Rezept abrufen. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Jetzt bei Radio Saalewelle. Wenn das Herz unregelmäßig, schneller oder langsamer schlägt, spricht man von Herzrhythmusstörungen. Die sind ja oder die gehören zu den häufigsten Herzerkrankungen. Wir haben uns im Asklepios-Klinikum dazu einmal befragt. So, also wir sind hier im Katheterlabor und führen hier unter anderem auch eine Rhythmisierung von Herzrhythmusstörungen durch. Insbesondere Kardioversion, das ist ein Verfahren, wo man, wenn Vorhofflimmern auftritt, das ist die häufigste Rhythmusstörung überhaupt, den normalen Rhythmus, den Mutter Natur uns vorgegeben hat, dem Sinusrhythmus, durcheinander gebracht hat. Also das Herz ist dabei aus dem Takt und man kann mit einer Wiedersynchronisierung des Herzens den normalen Rhythmus wieder hervorbringen. Mit so einem Elektroschock, da geben wir einen biphasischen Schock halt direkt aufs Herz, wenn der Patient sediert ist. Also er bekommt eine Medikation, womit er schläft und keine Schmerzen empfindet und dann nach kurzer Zeit wieder aufwacht. Und dann geben wir
entsprechend auf das EKG getaktet einen Schock ab. Und unsere Patientin hat sich jetzt dafür bereit erklärt, dass wir das hier auch einmal filmen können. Wir sehen hier das EKG, wo hier diese Zacken, das sind die Kammerkomplexe, in sehr unregelmäßigen Abständen aufeinandertreffen, hintereinander folgen. Und das ist maßgeblich für das Vorhofflimmern. Und das werden wir jetzt versuchen, mit dem Elektroschock wieder in den normalen Rhythmus zu überführen. So, wir spritzen jetzt das Medikament. Das ist die Narkose. Genau, ja, ich spüle was nach. Sie werden gleich merken, dass Ihnen ein bisschen, dass Sie ein bisschen müde werden. Mhm. Vielleicht es auch ein bisschen schwummrig wird, ja. So, okay, den Defibrillator einstellen. Das ist ein Defibrillator, der kann sowohl Kammerrhythmusstörungen als auch Vorhofrhythmusstörungen behandeln. Hier kann man die Joule-Zahl einstellen und beim Vorhofflimmern ist es wichtig, dass man das EKG synchron durchführt, damit man halt keine anderen Rhythmusstörungen auslöst. Ja. Ich bereite hier schon mal alles soweit vor. Synchron ist gestellt. Dann würde ich jetzt laden. Es braucht immer eine Weile, bis sich das EKG einpegelt. So, die Kardioversion war erfolgreich. Wir haben jetzt einen Sinusrhythmus. Man sieht es hier dran, dass jetzt die Zacken hier ganz gleichmäßig aufeinander folgen und vor den Zacken hier so eine kleine Welle erscheint. Das ist die P-Welle. Das ist die Erregung, die aus den Vorhöfen kommt und letztendlich den Sinusrhythmus, also den natürlichen Rhythmus, den wir hervorbringen wollten, auch definiert. Ja? Genau, wir haben jetzt wieder eine normale Frequenz und gleich wird unsere Patientin wieder aufwachen. Hallo? Können Sie mal meine Hand drücken? Wir haben schon alles erledigt, ja? Die Elektrokardioversion war erfolgreich und wir haben wieder einen Sinusrhythmus. Können Sie mal meine Hände drücken, dass ich weiß, dass Sie wieder da sind? Ja? Okay, gut. Sie sind jetzt noch ein bisschen müde. Die Wirkung von dem Medikament lässt gleich nach. Nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir haben gerade die Behandlung der Patientin gesehen. Warum wurde das bei ihr gemacht? Ganz kurz in zwei Sätzen. Okay, das Herz war aus dem Takt. Es bestand Vorhofflimmern, was die häufigste Rhythmusstörung im Alter überhaupt ist. Und es führt häufig zu Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit oder zu Luftnot und sollte dann wieder in den normalen Rhythmus überführt werden. Und das kann man am effektivsten erstmal mit so einer Elektrokardioversion machen. Und damit wieder den normalen Sinusrhythmus herstellen. Wie bemerkt man das als Patient? Das ist sehr unterschiedlich, weil die Symptomatik, also die Beschwerden, die unter Vorhofflimmern auftreten können, sehr unterschiedlich sind. Es gibt Patienten, die merken unter dem Vorhofflimmern gar nichts, haben also keinerlei Beeinträchtigung. Dann gibt es welche, die halt sehr intensiv einen unregelmäßigen Herzrhythmus wahrnehmen oder Herzrasen, Unruhe. Und dann gibt es Patienten, die halt eher unspezifische Symptome, also Beschwerden wahrnehmen wie Luftnot, Druck auf dem Herzen oder dass sie sich einfach schlechter belasten können. Welche Ursachen hat das? Das ist beim Vorhofflimmern auch nicht so in einem Satz zu sagen. Das kann entweder einfach so auftreten, es ist einfach eine Rhythmusstörung, die am häufigsten im Alter auftritt. Also dass mehr als 10% der über 80-jährigen Patienten haben letztendlich oder Menschen haben halt Vorhofflimmern. Es kann aber auch bedingt sein durch
Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder eine koronare Herzerkrankung, also durch Blutungsstörung am Herzen oder schon eine aufgetretene Herzschwäche. Es gibt auch möglicherweise genetische Ursachen, wo man in der Familie eine Häufung halt findet. Und es gibt aber auch Ursachen wie zum Beispiel eine Infektionserkrankung, wo der Körper einer enormen Stresssituation ausgesetzt ist, aber auch hormonelle Störungen können zu Vorhofflimmern führen. Wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe, hat die Patientin schon mal so eine Behandlung erhalten? Wie oft muss man das machen? Oder wie oft kann man das machen? Okay, also erstens ist so, also Vorhofflimmern ist eine Erkrankung, die meistens mit kurzen Episoden anfängt, manchmal unbemerkt bleibt und dann halt die Häufigkeit, dass diese kurzen Phasen von Vorhofflimmern auftreten, häufiger werden oder länger anhaltend sind, bis es dann teilweise so chronifiziert. Danach teilen wir das Vorhofflimmern dann auch nochmal ein. Ja. Und es ist halt so, dass es ab einem gewissen Grad halt mit so einer Elektrokardioversion meistens keine langfristige Therapie ist. Ja. Man kann aber nie im Vorfeld sagen, wie lange das anhält, ja, wann das Vorhofflimmern wieder auftritt. Und deshalb ist das erstmalig auf jeden Fall gut, so eine Elektrokardioversion durchzuführen. Wenn es dann wiederkommt, muss man sich ein Konzept ausdenken, wie man Vorhofflimmern dann langfristig halt behandelt, insbesondere dann, wenn Beschwerden auftreten. Also sei es jetzt spürbare Herzrhythmusstörungen oder eine Leistungsbeeinträchtigung oder sogar eine Herzschwäche, die sich darunter halt entwickeln kann. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, spezielle Rhythmusmedikamente zu geben, die dafür sorgen, den Herzrhythmus zu stabilisieren und das Auftreten von solchen Vorhofflimmerphasen entweder ganz zu unterbinden oder zu verkürzen. Ja. Wenn das nicht effektiv ist oder man diese Medikamente gar nicht einsetzen darf, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind oder diese Medikamente zu gefährlich sind oder vermutlich nicht vertragen werden, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man mit einem Katheterverfahren, sprich, dass man halt mit Kabeln zum Herzen nach oben geht und in den Ursprungsbereich, dort, wo das Vorhofflimmern herkommt, eine Verödungstherapie durchführt. Ja, man kann sich halt vorstellen, dass das Vorhofflimmern dadurch hervorgebracht wird, dass auf der linken Seite des Herzens, im linken Vorhof, dort, wo das sauerstoffreiche Blut wieder in den linken Vorhof hineinkommt, aus den Gefäßen, da kommen so elektrische Störsignale. Kann man sich so vorstellen wie so Zündkerzen, die ständig feuern und die schießen so elektrische Signale auf den Vorhof und der fängt halt an, ganz schnell zu zappeln. Dadurch hat der Sinusknoten, also unser normaler Impulsgeber, der viel langsamer seine elektrischen Signale losschickt, gar nicht die Chance, da den Takt vorzugeben. Und der Vorhof zappelt dann halt ganz schnell und das wird unregelmäßig auf die Herzkammer übergeleitet und das kann schnell oder langsam sein. Und genau zu diesen Gefäßen kann man mit diesen speziellen Rhythmuskathetern hingehen, also mit diesen Kabeln, und kann dann entweder über, also mittels Hitze oder mit einer Kältetherapie diesen Eingangsbereich von den Gefäßen veröden. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, dass ja die Gefäße so wie Rohre sind, die auf den Vorhof einmünden, dass man dann um diese Gefäße drumherum Läsionen setzt, also dort die Kälte oder die Hitze appliziert. Damit zerstört man die Zellen und es bildet sich dann in einem gewissen Zeitraum, wenn das ausheilt, dort eine Narbe. Ja? Und Narben können keine elektrischen Signale weiterleiten und so schafft man eine elektrische Barriere zwischen diesen Gefäßen und dem Vorhof, sodass diese Störsignale nicht mehr auf den Vorhof übergehen können. Das ist halt ein effektives und etabliertes Behandlungsverfahren beim Vorhofflimmern. Ja?
Aber auch da muss man dann wieder individuell abwägen, ob das die geeignete Therapie für jeden Patienten ist. Das sicherlich nicht. Aber das ist ein sehr gutes Behandlungskonzept. Die Gastgeber vom Weitrock-Verein erwarten Deutschlands Mountainbike-Elite und ein großes Starterfeld mit internationaler Beteiligung am Wochenende auf dem Weißenfelser Klemmberg. Näheres dazu und weitere Veranstaltungstipps, die gibt's jetzt. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie dabei. Ein brillant arrangierter Mix aus Weltmusik, Chansons, Azzurro, Schlager der 20er Jahre und Swing sowie Titel von Rio Reiser und Element of Crime. Ein Weinausschank und selbstgemachte Köstlichkeiten runden das Sommerkonzert kulinarisch ab. Die Veranstaltung findet im Innenhof des Museums statt. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert allerdings im Konzertsaal des Hauses statt. Die Motorradfreunde Kronau e.V. laden alle Besucher um 14.30 Uhr zu einer gemeinsamen Ausfahrt ein. Danach stehen schon die Jäger parat und erwarten sie zu einem kräftig und deftigen Grillschmaus. Und ab 20 Uhr spielt die Band Borderlight. Viel Spaß bei einem schönen gemeinsamen Abend. Die Gastgeber vom White Rock Verein erwarten Deutschlands Mountainbike-Elite und ein großes Starterfeld mit internationaler Beteiligung am Klemmberg. Direkt vor dem Bismarckturm startet der anspruchsvolle Rundkurs im singerischen Holz. Los geht es am Samstagmittag mit den ersten Wettkämpfen des jüngsten Nachwuchses und endet am Sonntag mit der Männerelite, bei dem auch internationale Fahrer erwartet werden. Da die Rennen auf einer sehr selektiven und kompakten 3,4 Kilometer Runde ausgetragen werden, kommen die Zuschauer voll und ganz auf ihre Kosten. Ein Rundweg zu den Hotspots der Rennstrecke ist ausgeschildert. Der Eintritt für die Zuschauer ist frei. In ganz Sachsen-Anhalt trifft man sich zu einem lauschigen Picknick. Das Netzwerk Gartenträume öffnet seine Parks und Gärten für Picknickdecken, Picknickkörbe und allerhand Leckereien. Auch der Naumburger Domgarten wird zur großen Picknickwiese. Hier freut man sich auf viele Farbkleckse und lädt sie herzlich ein, mit ihrem Picknick den Garten zu besuchen. Den ganzen Tag erwartet sie ein buntes Programm an Führungen. Erfahren Sie mehr über den Domgarten in der Sonderführung. Es grünt so grün oder genießen Sie bei der Sonderführung Türme, Treppen und Geläut, die Aussicht über das Saale-Unstrut-Tal. Am Sonntag heißt es, auf zum Tierparkfest nach Bad Kösen. Die Mitarbeiter haben für diesen Tag so allerhand für die kleinen und großen Besucher vorbereitet. So ist unter anderem Kinderschminken angesagt. Eine Hüpfburg sorgt für kleine sportliche Aktivitäten. Natürlich darf bei einem solchen Fest auch eine Tombola nicht fehlen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Tag DJ Nick. Das Team vom Tierpark Bad Kösen und die vielen großen und kleinen tierischen Bewohner freuen sich auf ihren Besuch. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Immer wieder gelingt es Verbrechern mit sogenannten Schockanrufen, ahnungslosen Bürgern Geld abzunehmen. Immer wieder fallen Angerufene darauf herein. Doch in Deutschland erheben die Polizei oder die Staatsanwaltschaft am Telefon keine Kaution. Sollten Sie also solch einen Anruf erhalten, rufen Sie auf jeden Fall zuerst bei der Polizei an und übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. Mehr dazu jetzt im zweiten Teil unserer Kurzmeldungen. Schockanrufe im Umlauf.
ein 63-Jähriger erhielt am Freitagnachmittag einen vermeintlichen Anruf der Verkehrspolizei. Ihm wurde mitgeteilt, dass sein Sohn nach einem schweren Unfall in U-Haft säße und nun eine Kaution fällig wäre. Im weiteren Verlauf übergab der Mann an seiner Wohnanschrift 50.000 Euro an einen angeblichen Mitarbeiter der Gerichtskasse. Im Nachgang stellte der Geschädigte fest, dass sein Sohn nicht an einem solchen Unfall beteiligt war. Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft erheben am Telefon keine Kautionen. Geben Sie niemals an unbekannte Personen Geld heraus, wenn Sie den Sachverhalt nicht ausreichend geprüft haben. Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über diese Masche. Zeigen Sie auch jeden Versuch bei der Polizei an. Wärmeplanung in Weißenfels. Die Stadt Weißenfels wurde im Zusammenhang mit der Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung vom Burgenlandkreis als Projektkommune vorgeschlagen. Sollte die Wahl tatsächlich auf die Saalestadt fallen, würde das Vorhaben komplett mit Fördermitteln finanziert werden. Mit einer Antwort seitens des Landkreises ist nach dem Sommer zu rechnen. Dem Stadtrat berichtete Oberbürgermeister Martin Papke davon, dass ein Mitarbeiter der Abteilung Stadtplanung der Stadt Weißenfels seit Anfang des Jahres ein Flächenkataster erstellt, in dem mögliche Konversionsflächen für Photovoltaikanlagen dargestellt werden. Dabei handelt es sich um versiegelte Flächen im Stadtgebiet, wie beispielsweise Parkplätze oder Hausdächer, die gegebenenfalls mit Solaranlagen ausgestattet werden könnten. Ziel sei es, mit der gewonnenen Energie Teile der Stadt Weißenfels zu versorgen. Das Kataster soll Ende des Jahres im Umweltausschuss und im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt werden. Friedensflagge weht über Weißenfels. In Weißenfels weht am 8. Juli wieder die Flagge des weltweiten Bündnisses Mayors for Peace, zu Deutsch Bürgermeister für den Frieden. Aufgrund der Bauarbeiten am Rathaus wird die Fahne mit der grünen Friedenstaube neben dem Fürstenhaus in der Leipziger Straße gehisst. Die Flaggenaktion findet jährlich auf der ganzen Welt statt, um ein Zeichen für eine Welt ohne Atomwaffen zu setzen. Dieses Mal nehmen allein in Deutschland mehr als 500 Städte und Gemeinden teil. Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Mehr als 8250 Städte gehören dem Netzwerk an, darunter mehr als 850 Städte in Deutschland. Der Sport im BLK TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Und jetzt wird's wieder sportlich. Auf 120 Jahre Vereinsgeschichte kann der Weißenfelser Fußballverein Schwarz-Gelb zurückblicken. Ja, und dieses Jubiläum wurde am Samstag auf dem Vereinsgelände gebührend gefeiert. Tradition wird im Sport großgeschrieben. Und so auch beim WFV Schwarz-Gelb Weißenfels. Denn am vergangenen Wochenende feierte man nämlich 120-jähriges Vereinsbestehen. Der an der Seelauer Straße gelegene Sportplatz ist das Zuhause der Löwen. Und mit 55 Mitgliedern im Verein gehört er wohl zu dem kleinsten im Kreis. Zu alledem kommt noch die Eigenständigkeit dazu. Denn der Pachtvertrag mit der Stadt ist mit 30 Jahren nicht gerade der jüngste. Dadurch trägt der Verein alles selbst und muss alles auf eigene Faust erledigen. Umso stolzer ist man auf sich, wenn sie es Jahr für Jahr wieder schaffen. Markus Wilneski stand uns zum Interview bereit und hat uns ein paar Fragen beantwortet. 120 Jahre, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und hinter dir, ich sag jetzt einfach mal du, sehe ich schon ja, eine gute Truppe. Wer ist denn heute überhaupt zu Gast? Heute haben wir die Ü35-Mannschaft von Lok Leipzig da. Also erstmal der Name haben wir uns sehr gefreut, dass wir so eine Truppe bekommen können, auch traditionsreich, ähnlich wie wir. Und ich denke, man sieht es an Zuschauern, das ist doch ein Magnet war und wir freuen uns, dass so viele gekommen sind. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Was steht denn noch am Wochenende so an? Wir haben morgen dann ab 10 Uhr ein Fanclub-Turnier mit 7 Mannschaften. Fanclub-Turnier haben wir haben jetzt nicht explizit Mannschaften eingeladen, gerade wegen der Sommerzeit und so, sondern das sind Mannschaften, die sie selber zusammengebracht haben. Wir haben einen Frankfurter Fanclub, die mitmachen. Wir haben eine Bayern-Truppe. Wir haben von unserem Spielgemeinschaftspartner von der ersten Langdorf welche. Wir haben von Rot-Weiß welche. Aber es ist eine gemixte Sache. Auch ein paar alte Schwarz-Gelbe von der Jugend machen mit. Und das wird ein Kleinfeldturnier werden. Und ich denke, da haben wir dann
Fußball habe ich noch ein bisschen was zu bieten. Ringsrum gibt es noch Tombola, Hüpfburg, auch für die Kinder, das für Groß und Klein, was da ist. Und am Abend haben wir natürlich in unserem Festzelt unten noch eine Abendveranstaltung mit ein bisschen Partien und ein paar Ehrungen auch von für verdiente Mitglieder. Ja, und so werden wir das Fest dann ausklingen lassen. Gehen wir nochmal in die Vergangenheit. 120 Jahre ist natürlich nicht gerade wenig. Wie hat denn das Ganze überhaupt angefangen? Ja, angefangen hat es 1903. der Verein hat sich damals, hieß er FC Hohenzollern, gegründet von ein paar Jugendburschen, die sich hier gefunden haben. Und das entwickelte sich dann, ich glaube, in den 20er Jahren, dann, wo es dann umgenannt wurde in Richtung Schwarz-Gelb. Genau die Jahreszeit habe ich jetzt nicht parat. Unser Vorsitzender wird morgen ein bisschen was dazu noch erzählen. Und bis zum Zweiten Weltkrieg war die Mannschaft auch relativ erfolgreich hier im Kreis und selbst auch über den Kreis hinaus. Und durch den Zweiten Weltkrieg hat sich das dann musste sich erstmal wieder entwickeln. Nach der Wende gab es dann einen Zusammenschluss von Dynamo Weißenfels und Empor Weißenfels. Im Prinzip zwei Vereine. Dynamo war drüben auf dem Sportplatz, wo sie dann wieder zu Schwarz-Gelb vereinigt haben. Und seitdem ist es dann auch wieder, so wie es jetzt ist, der Weißenfelser Fußballverein Schwarz-Gelb mit hier der Spielstätte, wo wir auch in den 90ern und 1000er Jahren wirklich Jugendmannschaften im Landesspielbetrieb hatten. Aber nach und nach brachen dann die Mitglieder weg und dann auch die Sponsoren. Von daher sind wir mittlerweile nur noch zwei Mannschaften. Einmal die jetzt spielt, das sind unsere Löwen, die alten Herren. Und die erste Mannschaft in der Spielgemeinschaft mit Grün-Weiß Langdorf, die spielen in der Kreisoberliga. Momentan ist das der Stand. Wir würden gerne ein paar Jugendmannschaften wieder aufbauen. Ist aber schwierig, da es fehlen die Leute, die sich als Übungsleiter hinstellen, die Zeit ans Bein binden. Und die gerade noch da sind, die haben zu tun mit dem Gelände hier und mit allen Arbeiten. Von daher hoffen wir, dass sich vielleicht der ein oder andere Sportfreund bereit erklärt als Übungsleiter, dass auch ein paar Kinder hier im Umkreis, die Anfragen waren schon da, vielleicht wieder finden würden, dass wir noch mal ein bisschen Aufschwung kriegen. So, das sehe ich jetzt gleich mal als Aufruf auf. Ne? Gerne. Wer möchte, Übungsleiter suchen wir für Jugendmannschaften und da würden wir uns sehr darüber freuen. Sehr schön. Dann wünsche ich noch maximale Erfolge heute. Ich drücke ganz fest die Daumen und auf jeden Fall ein feucht, fröhliches Wochenende. Vielen Dank. Dankeschön. Das Spiel zwischen den Löwen und Lokomotive Leipzig ging durch eine strittige Szene am Ende der Partie in das Elfmeterschießen, wo sich am Ende die Löwen durchsetzten. Zum Schluss bleibt nur zu hoffen, dass der Verein auch in Zukunft genügend Mitglieder hat, um weitere Vereinsjubiläen feiern zu können. Der Sport im BLK-TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, möchte ich noch auf den 19. bis 22. September hinweisen. Dann werden in Weißenfels und Zeitz die Landesspiele Special Olympics Sachsen-Anhalt durchgeführt. Vielleicht sehen wir uns dann bei einer der zahlreichen Veranstaltungen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal eine schöne Woche und ich würde mich freuen, wenn Sie auch am Freitag wieder einschalten. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut.